Lieber Herr Professor Richter, lieber Karl, ich bedanke mich zunächst bei dir und allen, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben, für die Gelegenheit, hier meine Vorstellungen vorzutragen und natürlich auch für diese freundliche Einführung. Man hat es ja als einer der letzten Referenten nicht so ganz einfach, die Geduld der Zuhörer noch für sich in Anspruch zu nehmen. Andererseits ist schon viel gesagt worden, sodass man sich eigentlich kurz fassen könnte, wenn man das vorher gewusst hätte. Sehr geehrte Anwesende, vor 10 Jahren verneinte der Bundesgerichtshof grundlegend alle Gefahren für die Gesundheit durch Mobilfunkwellen unterhalb der Grenzwerte. Zur gleichen Zeit, 2004, schrieb der Mobilfunkbetreiber Swisscom in einer Patentschrift für das gleichartige WLAN: Eine Schädigung der Erbsubstanz wurde klar nachgewiesen. Daraufhin stufte 2011 das Krebsforschungsinstitut der Weltgesundheitsorganisation alle Arten von Mobilfunkwellen als potenziell kanzerogen ein. Ein großes Gefahrenpotenzial tat sich auf. Beim Anblick mobilfunkbestrahlter Zellen im Mikroskop hat mich Angst ergriffen, gestand der weltweit renommierte Neurologe und Genforscher Alain Privat des französischen Instituts Inserm. Und auch der Leiter des Max-Planck-Instituts in Potsdam, Antonietti, hatte schon in der Zeit 2006 zu den Ergebnissen seiner eigenen Versuche gemeint: ein Horror. Inzwischen gelten Veränderungen des EEG sogar als unstreitig, denn sie treten immer auf. So sagte wörtlich das Schweizerische Umweltamt nach Auswertung des Schweizerischen Mobilfunkforschungsprogramms anhand der Schlaf-EEG-Belege. Weiter bestätigen Dutzende von Studien mit erheblicher Wahrscheinlichkeit Beeinträchtigungen der Fruchtbarkeit und damit eine Gefahr für die Lebensgrundlagen künftiger Generationen, wie sie die Verfassung in Artikel 20a Grundgesetz besonders sichern will. Wenn all das nichts Neues und kein Anlass zum Tätigwerden ist, meine Damen und Herren, wie die Bundesregierung erklärte, dann hätte sie schon bisher ihrer Pflicht nicht genügt, von der Bevölkerung möglichen Schaden abzuwenden. Erst recht, weil selbst das Bundesamt für Strahlenschutz bereits 2008 Vorsorgemaßnahmen für unabdingbar erklärte. Ganz anders wurden im Ausland Vorsorgemaßnahmen erwogen oder ergriffen, zum Beispiel in Frankreich, teilweise die Grenzwerte gesenkt und sprachen die Gerichte erstmals zugunsten der Mobilfunkkläger Recht. So verfügten der oberste italienische Gerichtshof, der oberste belgische Verwaltungsgerichtshof und mehrere französische Obergerichte, auch spanische und jüngst ein russisches Gericht, den Abbruch von Mobilfunksendern aus Gesundheitsgründen, wohlgemerkt. Oder sie sprachen Schadensersatz wegen bereits eingetretener Gesundheitsschäden zu. In Deutschland wurden hingegen die Grenzwerte für den Mobilfunk im Sommer 2013 erneut unverändert hoch festgelegt. Und die Gerichte wollen noch immer keine Gefahr sehen, wiederholen die Entscheidung des BGH von 2004 und verweisen im Übrigen auf die Pflichten von Parlament und Regierung. Müssen die Menschen hier also weiterhin mit erheblichen Gesundheitsrisiken, aber auch ganz praktisch mit Schlafstörungen neben Mobilfunkmasten leben, sich aufwendig abschirmen, im Keller hausen oder entschädigungslos das Haus verlassen, wie es nach Meinung des Bundesamts für Strahlenschutz bereits 25.000 Menschen bis 2007 getan hatten? Hat demgegenüber das Menschenrecht auf Achtung der Wohnung in Artikel 8.1 Europäische Menschenrechtskonvention, das der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auch gegenüber Mobilfunkemissionen 2007 ausdrücklich anerkannte, hierzulande keine Bedeutung? Was ist also zu tun? Die genannten ausländischen Gerichte haben offenbar erkannt und anerkannt, was auch in den heutigen Vorträgen hier doch klar zutage getreten ist. Mobilfunkstrahlung ist sozusagen toxisch, kann die Befindlichkeit von Menschen nachhaltig stören und auch Gesundheitsschäden verursachen. Und dieser Ausgangspunkt ist entgegen wiederholter Behauptung in einer für die Rechtsanwendung ausreichenden Weise nachgewiesen.
ja im Ansatz sogar unstreitig. Ich will versuchen, das hier darzulegen. Das könnten und müssten auch die Gerichte erkennen. Wenn Mobilfunkbetreiber eine Schädigung der Erbsubstanz für klar nachgewiesen erklären und deswegen Patente entwickeln, beantragen und auch erhalten, dann ist die generelle Eignung von nicht ionisierender Strahlung, auch unterhalb der thermischen Schwelle biologisch wirksam zu sein, eigentlich nicht länger streitig. Vergleichbares gilt, wenn eine offizielle Organisation wie die WHO, IARC, Funkstrahlung als potenziell karzinogen einstuft und die Fachwelt von Zellschäden als einer Tatsache ausgeht, die auch ohne Kenntnis des Wirkungsmechanismus feststehe, sodass zum Beispiel die Neue Zürcher Zeitung im Wissensteil 2011 ohne jeden Zweifel anzumelden berichten konnte, es kommt zu Strangbrüchen im Erbgut, aber nur indirekt. Das war die beruhigende Botschaft dabei. Von keiner Fachinstitution ernsthaft bestritten werden außerdem die Veränderungen des EEGs, insbesondere im Schlaf, die, wie bereits gesagt, immer auftreten. Steht fest, dass etwas immer vorkommt, dann bedarf es auch hier nicht der Kenntnis eines Wirkungsmechanismus, um diese Wirkung als gesichert anzusehen. Selbst das Infoportal der Mobilfunkhersteller, das Mobile Manufacturers Forum, MMF, akzeptiert diese EEG-Veränderungen als Tatsache, geht argumentativ darauf ein und stellt nur noch ihre gesundheitliche Relevanz in Abrede. Diese unstreitig erfolgenden Mobilfunkeinwirkungen auf Zellen und Nervensystem lassen sich nicht durch die bloße Behauptung mangelnder gesundheitlicher Relevanz aus der Welt schaffen. Auch dies ist richterlich im Rahmen der Schlüssigkeit und logischen Konformität mit dem Gesamtbild der Erkenntnisse zu prüfen. Gegen eine Harmlosigkeit spricht schon die Tatsache, dass ein wie nach radioaktiver Bestrahlung aussehender Zellschaden, der Forscher mit Angst zu erfüllen vermag, wie wir eingangs gehört haben, schon an sich ein Gesundheitsschaden ist. Gleiches gilt für Nervenreaktionen, die auch noch nach dem Ende der Bestrahlung anhalten, wie im Schweizerischen Mobilfunkforschungsprogramm festgestellt wurde, also in gewisser Weise aus der Kontrolle geraten erscheinen. Jedenfalls ist eine Bestrahlung, die zu solchen Folgen führt, niemandem ohne weiteres zuzumuten. Und dieser Gedanke der Zumutbarkeit ist für die rechtliche Betrachtung mitentscheidend, nicht aber die Einordnung eines Vorkommnisses in naturwissenschaftliche Lehrgebäude. Daran ändert es nichts, dass der Schaden auch auf natürliche Weise vorkommen mag. Die Natürlichkeit allein spricht nicht für Harmlosigkeit. Der aufgrund derartiger unstreitiger Tatsachen bestehende sogenannte Beweis des Anscheins spricht somit so lange für eine gesundheitliche Relevanz, bis er durch einen Gegenbeweis widerlegt wurde. Das gilt umso mehr, als auch zahlreiche andere Hinweise für eine krankmachende Wirkung sprechen, beispielsweise ein wahrscheinlich gegebener Zellstress und die inzwischen so gut wie sichere Veränderung sowie Schädigung des Spermas, eines frühen Hinweises auf ernstzunehmende Störungen, der inzwischen durch rund 90 Studien belegt ist. Ich habe mich hier bewusst noch vorsichtig ausgedrückt und von einem wahrscheinlich gegebenen Zellstress gesprochen. Wenn ich Herrn Warnke folgen würde, müsste ich eigentlich von einem sicher gegebenen Zellstress sprechen. Ein Gegenbeweis zugunsten der Harmlosigkeit der unstreitig auftretenden Störungen wurde bisher nicht erbracht. Es wird lediglich behauptet, die Zellschäden würden vermutlich wörtlich, repariert, weil dies in der Natur ohnehin laufend geschehe. Dafür besteht jedoch keineswegs eine Garantie, die als ein Beweis für Harmlosigkeit gelten könnte. Eine zuversichtliche Vorhersage dürfte umso weniger gemacht werden können, als es sich um Schäden handelt, von denen nichts weiter bekannt ist, als dass sie indirekt entstanden sind. Also möglicherweise gar keine ähnliche Entstehungsgeschichte, wie die natürlich auftretenden Schäden haben. Schließlich ist ein Grenzwert wohl weder naturwissenschaftlich
noch juristisch ernst zu nehmen, der nur auf der Hoffnung von ständigen Reparaturen basiert. Die weitere Behauptung, die EEG-Reaktionen seien harmlos, nämlich nur oberflächlicher Natur, nicht anders als zum Beispiel ein automatisches, vorübergehendes Zukneifen der Augen bei Blendung, so meinten das die Hersteller der Mobilfunkindustrie, ist ihrerseits ausgesprochen oberflächlich. Denn da das EEG auch erst nach dem Beginn der Mobilfunkbestrahlung oder noch nach deren Ende in Unruhe versetzt wird, ist die Reaktion offenbar nicht mit der harmlosen Automatik eines Lidschlages vergleichbar, der jeweils akut auftritt, sondern beruht auf Kettenreaktionen im Organismus, wie die Forscher des Schweizerischen Mobilfunkforschungsprogrammes selbst vermuten, für die das EEG lediglich Anzeigeinstrument sein mag. Ein derart nachhaltiger und tiefgehender Ablauf übersteigt außerdem die natürliche Variationsbreite organischer Abläufe im Alltag, wie häufig als weiteres Argument eingewandt wird. Der Schweizer Forscher Rösli, der jeder tieferen Kritik am Mobilfunk unverdächtig ist, wies deshalb auf einem Forschungskongress ausdrücklich darauf hin, dass unzureichende Studien, die keinen Schaden ergeben, zur Entwarnung nicht genügten. Das leuchtete mir sehr ein. Der ehemalige Präsident der französischen Strahlenschutzbehörde, AFSET, die übrigens aufgelöst wurde, Guy Payot, sah dies offenbar ebenso und erklärte 2005 sogar sämtliche, zumeist keinen Schaden ergebende Forschungsergebnisse seiner Behörde offiziell für null und nichtig, nämlich als Nicht-Existenz. Wie weit muss man gehen, um eine solche Erklärung abzugeben? Von überzeugenden Beweisen für die Harmlosigkeit der festgestellten körperlichen Reaktionen kann also offenbar keine Rede sein. Bei all dem wird ein unmöglicher sogenannter Nullbeweis von niemandem verlangt. Zum Beispiel käme man einem Gegenbeweis schon recht nahe, wenn die Behauptung, die Beschwerden tausender Bewohner in der Umgebung von Mobilfunksendeanlagen würden nicht von deren Strahlung ausgelöst, durch ein probeweises Abschalten der Anlagen überprüft würde und trotzdem dauerhaft keine Besserung einträte. Dieser Beweis aber wurde und wird ausnahmslos abgelehnt, was für sich selbst spricht. Es ist Zeit, dass ein solcher Versuch einmal politisch oder sogar vor Gericht erzwungen wird. Immerhin ist in einer finnischen Studie vor kurzem festgestellt worden, man höre und staune, dass die Beschwerden nach Abschaltung einer Mobilfunkstrahlenquelle tatsächlich aufgehört hätten. Umgekehrt stellte eine Studie fest, dass eine etwa 20-prozentige Verschlechterung der Schlafqualität bei Bestrahlung eintrete. Halten wir also rechtlich fest. Wir haben unstreitige physiologische Veränderungen bei Mobilfunkbestrahlung, auch unterhalb der Grenzwerte, einen hieraus zwingend folgenden Anscheinsbeweis für deren gesundheitliche Relevanz und keine überzeugende Wahrscheinlichkeit, die für eine Harmlosigkeit dieser Veränderung spräche. Daraus folgt: Nicht ionisierende Strahlung, wie sie der Mobilfunk verwendet, ist als umweltschädlich im Sinne des Bundesemissionsschutzgesetzes zu bewerten. Emissionen sind nach dieser Bestimmung, nämlich § 3 Absatz 1 Bundesemissionsschutzgesetz, schon dann umweltschädlich, wenn Gefahren, erhebliche Nachteile oder Belästigungen wahrscheinlich sind. Man bemerke, es reichen auch erhebliche Nachteile oder Belästigungen. Dazu komme ich nachher noch, falls die Zeit reicht. Mobilfunkwellen sind daher rechtlich genauso wie etwa Autoabgase oder Zigarettenrauch, aber auch schwache radioaktive Bestrahlung zu behandeln. Nicht umsonst hat früher das Bundeswirtschaftsministerium sogar selbst vorgeschlagen, man müsse die nicht ionisierende Strahlung in der Verfassung regeln, direkt neben den Bestimmungen für die radioaktive, also die ionisierende Strahlung. Offenbar ging man davon aus, dass zwischen beiden gar kein so großer Unterschied ist. Die Schutzpflicht des Staates gilt somit auch unterhalb der Grenzwerte für die nicht ionisierende Strahlung. Das bedeutet Aufklärung der Bevölkerung,
Handyverbot für Kinder, genereller Kabelvorrang, Ende der sogenannten Indoor-Versorgung, also der Einstrahlung, die mit Absicht und mit 100-fach verstärkter Sendeleistung in die Wohnungen erfolgt, funkfreie Gebiete und allgemeine Sendeleistungsminimierung aller Funktechniken auf das technisch notwendige Maß. Und dies alles müsste im Rahmen eines endlich zu erlassenden Mobilfunkgesetzes mit Kinder-, Nachbar- und Versicherungsschutz geregelt werden. Eine gesetzliche Bestimmung, meine Damen und Herren, wie etwa § 12 des Gesetzes über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen, kurz FTEG genannt, ist nach diesen Maßstäben und Erkenntnissen eklatant wegen Verstoßes gegen die Schutzpflicht des Staates nichtig. Sie besagt nämlich Folgendes, wörtlich, dass das Gesetz die Menschen nicht vor den elektromagnetischen Feldern schützen will, sondern nur noch in den elektromagnetischen Feldern. Man muss sich das einmal genau vorstellen. Das heißt, wenn ich ein Beispiel nehmen darf, das Ihnen vielleicht platt erscheinen mag, es ist erlaubt, die gesamte Landschaft unter Wasser zu setzen und es wird nur noch darauf geachtet, dass niemand ertrinkt. Aber niemand kann sich beschweren, dass er nass wird. Ja. Und man kann den Vergleich noch weiter treiben. Selbst wenn Wasser völlig harmlos wäre, so könnte es doch niemand lange unter diesen Bedingungen und in feuchten Räumen aushalten. Stattdessen muss gelten, Vermeidung und Minimierung, wo immer möglich und so weit wie möglich. Aber es ist doch alles nicht so schlimm. Es wird doch trotz jahrelanger Mobilfunknutzung gar niemand krank, wird regelmäßig eingewandt. Da möchte ich aus Zeitgründen und nach den heutigen bereits gehörten Vorträgen hier nur die Gegenfrage in den Raum stellen: Wer ist eigentlich noch gesund? Eine erste Krankenkasse in Deutschland rät seit letztem Jahr im März der angeblich unverändert gesunden Bevölkerung, sicherlich nicht ohne Anlass, das Schnurlostelefon zu Hause vorsorglich abzuschaffen. Man muss sich das auch mal vorstellen. Und statt WLAN Kabelverbindungen für den Computer zu bevorzugen. Man kennt also offenbar die Gefahr und das nicht nur bei der Swisscom. Die Medien allerdings geben diese Kenntnis nicht weiter. So entsteht der Eindruck, dass eigentlich niemand durch Mobilfunk krank werde. Sie berichten nicht einmal davon, dass sogar Insider, wie der Präsident der belgischen Telekom, genannt Belgacom, oder der ehemalige Chef von Microsoft Kanada, vor Mobilfunkstrahlung, insbesondere auch vor WLAN in Schulen warnen. Ferner, dass die Gouverneure von Florida und weiteren zwei US-amerikanischen Bundesstaaten im Mai 2009 erstmals einen Monat der Elektrosensitivität ausriefen, weil dies eine schmerzhafte und chronische Krankheit sei, die die Hilfe aller erfordere. Stattdessen wird zum Beispiel in den Medien verbreitet, die Schlaflosigkeit der halben Bevölkerung, die AOK hat festgestellt, fast 60% der Bevölkerung haben Schlafstörungen, Depressionen und auch Kopfschmerzen, hänge heutzutage auch damit zusammen, dass wir über den Schlaf zu viel nachdenken. Und die Kopfschmerzwelle, besonders auch unter den Kindern und Schulkindern, beruhe auf dem heutigen Schulstress. Verschwiegen wird, dass die Kinder- und Jugendstudie des Deutschen Mobilfunkforschungsprogramms, das sonst bei jeder Gelegenheit zitiert wird, auch Handytelefonate und Mobilfunksender, die benachbart stehen, als potenzielle Ursache ausfindig machte. Das Schweigen der Medien, meine Damen und Herren, wirft schwerwiegende Fragen nach der Funktionsfähigkeit der Demokratie auf, die ohne umfassende und korrekte Nachrichten nicht funktionieren kann.
Ja. Ich halte es deshalb auch für absolut richtig, lieber Karl, dass die Kompetenzinitiative ausdrücklich darauf abhebt, dass sie sich auch für die Demokratie einsetzt. Denn das steht hier eigentlich auf dem Spiele. Und das wäre auch Gegenstand eines weiteren Vortrages, den ich Ihnen jetzt hier ersparen muss. Ja. Wo bleibt also, könnte man nur noch abschließend fragen, jenseits aller prominenten Personalien der investigative Journalismus? Was kann man nun tun als Bürger und auch vielleicht noch als Gemeinde? Nachdem die Bundesregierung erklären lässt, es gebe nichts Neues, und die Grenzwerte würden in keinem Falle geändert, gleichgültig, was die Forschung noch erbringen möge, so wörtlich Frau Herr für die SSK, ist gegenüber dieser, ich muss es leider so nennen, Arroganz der Macht der juristische Weg angesagt. In Betracht kommen dafür die Gerichte, die Gemeinden und die Bundesländer. Raschestmögliche Verbesserungen kann vor allem die Bauleitplanung in den Gemeinden erbringen. Wir brauchen Mobilfunkkonzepte, die die Sendemasten in Wohngebieten ausschließen, auch Emissionswerte vorsehen, die die Sendeleistung der von außen in die Wohngebiete einstrahlenden Masten beschränken. Nicht anders, als dies beispielsweise bei Lärm zulässig ist. Das Bundesverwaltungsgericht hat dazu nicht nur im August 2012, sondern schon früher gesagt, die Gemeinde vermag durch Bauleitplanung gebietsbezogen zu steuern, ob gewisse Nachteile oder Belästigungen im Sinne des § 3 Bundesemissionsschutzgesetz erheblich, also unzumutbar sind, und sie darf so entsprechend dem Vorsorgeprinzip schon vorbeugenden Umweltschutz betreiben. Das ist eine sehr klare Aussage. Ich meine, dass hierauf auch die Ausweisung völlig funkfreier Gebiete gestützt werden könnte. Entscheidender Anknüpfungspunkt für die zulässige Beschränkung der Sendeleistung durch Emissionswerte ist die Vermeidung der Einstrahlung des Mobilfunks in die Wohnung. Denn das Innere von Wohnungen ist stärker zu schützen als der Außenraum. Die eigene Wohnung ist in allen zivilisierten Rechtsordnungen ein besonderer, durch die Verfassung geschützter Rückzugsraum gegenüber Störungen aller Art. My home is my castle. Ein Verstoß dagegen ist, wie Sie alle wissen, Hausfriedensbruch. Und wenn Sie so wollen, kann man das Bild weitertreiben, hier sozusagen elektronischer Hausfriedensbruch. Der Bundesrat hat die gemeindliche Planung erleichtert, indem er § 7a in die novellierte 26. Bundesemissionsschutzverordnung unter Bezugnahme auf die Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung von 2012 zur Zulässigkeit von Mobilfunkkonzepten einfügen ließ, übrigens die einzige positive Neuregelung zur Hochfrequenz. Danach sind die Gemeinden frühzeitig von Standortplanungen zu informieren und ihre Stellungnahmen sind zu berücksichtigen. Falls diese Beteiligung sinnvoll sein soll, heißt das, dass künftig auch Standortalternativen zu prüfen sind und falls sie nicht berücksichtigt werden, die Gemeinde mit einer Veränderungssperre die Zustimmung zu einem bestimmten Masten versagen darf. Eine Nichtbeachtung dieser Regelung macht die Standortbescheinigung oder Baugenehmigung im Übrigen aller Voraussicht nach rechtswidrig. Nicht jedermann kann nun darauf warten, bis eine Gemeinde funkfreie oder funkarme Gebiete festsetzt und erschließt. Er muss sich daher gegen die planmäßige Bestrahlung und Durchstrahlung der Innenräume seiner Wohnung vor Gericht schon selbst wehren können. Es geht um die Abwehr eines permanenten Hausfriedensbruchs, weil das Eindringen nicht erlaubt ist. Denn eine notwendige spezielle gesetzliche Rechtfertigung, die die Menschenrechtskommission auch verlangt, für diese Zwangsversorgung bzw. Zwangsbelastung mit einer umweltschädlichen Strahlung fehlt. Ich will ganz kurz nur auf die Argumente eingehen, die immer wieder angeführt werden, dass das nicht der Fall sei, also dass keine Erlaubnis fehle.
Der Versorgungsauftrag nach Artikel 87f des Grundgesetzes gilt nur für eine flächendeckend im Freien notwendige und so geplante mobile Versorgung. Er endet deshalb logischerweise außen an der Haustür und reicht nicht bis in die Wohnungen hinein. Allein die Betriebskonzession für die Betreiber hilft ebenso wenig über Grundrechte und fehlende Gesetze hinweg, wie zum Beispiel eine Taxikonzession das Befahren gesperrter Straßen erlaubt. Auch die 26. Bundesemissionsschutzverordnung kann schließlich kein Eindringen in grundrechtlich geschützte Räume, also um nochmals das Bild zu bemühen, ein Hausfriedensbruch in einer Wohnung rechtfertigen. Gleichgültig, ob die Grenzwerte nach ihrem Wortlaut auch für Gebäude gelten sollen. Und nach all dem reichte für eine Erlaubnis auch in keinem Falle eine bloße Verordnung anstelle eines Gesetzes. Hier könnte man nun noch weiter ausführen und sich mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte auseinandersetzen. Auch das wäre für einen eigenen Vortrag zu reservieren. Der Bewohner muss deshalb nach § 1004 Absatz 1, 906 Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch die Unterlassung der Einstrahlung und nicht unbedingt die völlige Stilllegung des Senders, das ist leider bei vielen Klagen nicht gesehen worden, verlangen können. Im Prinzip müsste das ebenso sich abspielen wie bei Lärm- oder Lichtemissionen. Sie haben richtig gehört, gegen die Einstrahlung von Licht, zum Beispiel von Straßenlaternen, kann in Deutschland erfolgreich geklagt werden. Gegen einen Mobilfunkmasten nicht. All das kann hier aus Zeitgründen nicht weiter vertieft werden. Ist aber größtenteils bereits 2011 in meinem Aufsatz in der NVWZ von der Versorgung ohne Auftrag zur Bestrahlung ohne Gesetz behandelt worden. Dieser liegt übrigens unten aus, wie auch noch viele andere Aufsätze von mir, auch einen, der vor 3 Tagen erschienen ist und in etwa das heutige Thema meines Vortrages umfasst. Auch Schadensersatz, insbesondere einen sogenannten Ausgleichsanspruch nach § 906 Absatz 2 Bürgerliches Gesetzbuch, kommt in Betracht, wenn die Gerichte den Betrieb nicht, wie beschrieben, einschränken, er aber trotzdem unerträglich wirkt. Musterfall ist insoweit die Unvermietbarkeit und Unverkäuflichkeit eines in der Hauptstrahlrichtung einer benachbarten Mobilfunksendeanlage liegenden Wohnhauses, das von den Eigentümern auch nicht länger selbst bewohnt werden kann. Ein solcher Fall liegt zurzeit dem BGH vor. Er ist von mir in einem Aufsatz, ebenfalls in der eben genannten Zeitschrift NVWZ, vom vergangenen Jahr behandelt worden und liegt auch hier aus. Wichtig ist es, andere Ursachen in solchen Fällen auszuschließen, zum Beispiel Ausdünstungen von Baumaterialien oder Farben bzw. andere Erkrankungen, manchmal bis hin zur Borreliose. Es sind heutzutage nun nicht mehr allein die großen Mobilfunksender, die vielen Menschen in der Nachbarschaft das Leben schwer machen. Hinzu kommen immer mehr die Emissionen von privaten WLAN-Routern oder den Basisstationen der Schnurlostelefone. Bis zu 15 fremde WLAN-Netze werden nicht selten ohne jeden Sinn und Nutzen in einer Eigentumswohnung eines Mehrfamilienhauses angetroffen. Häufig liegt deren Leistung höher als die der 14 eingestrahlten Mobilfunknetze. Eine willkommene Situation, hinter der sich Mobilfunkbetreiber als Verursacher von Funkbelastungen bestens verstecken und zum Beispiel eines Tages auch Schadensersatzansprüche unter Verweis auf die Mitursächlichkeit dieser vielen anderen Quellen abzulehnen versuchen könnten. Der Bevölkerung ist weder dies noch das Ausmaß der Gefährdung bewusst, beispielsweise nicht, dass die WLAN-Router auch dann Tag und Nacht durch mehrere Wände hindurch senden, wenn sie nicht genutzt werden. Ebenso wie es ja auch viele Basisstationen der Schnurlostelefone noch immer tun. Während jedoch Schnurlostelefone auch auf die Kritik des Bundesamtes für Strahlenschutz hin inzwischen mit Abschaltautomatik erhältlich sind, geschieht dies bei WLAN-Routern aus unerklärlichen Gründen noch immer nicht, obwohl es technisch jederzeit möglich wäre, sinnigerweise gerade auch durch das eingangs genannte Patent der Swisscom. Im Gegensatz zu Verminderungsbemühungen soll nun aber das Dauersenden zum Prinzip sogar erhoben werden.
Mit dem Schlagwort WLAN2Go oder WLAN-Community-Netz soll jeder Nutzer mit seinem Router getrennt von seinem eigenen WLAN-Netz noch ein zweites öffentliches WLAN-Netz verbreiten, in dem sich Dritte in Nachbarwohnungen oder auf der Straße einklinken können. Damit sollen die Mobilfunknetze entlastet und ergänzt werden. Jedermann kann also heute Mobilfunkbetreiber werden. Ohne Genehmigung, ohne Rücksicht auf die Rechte der Nachbarn und ohne Kenntnis über die weit in die Nachbarschaft durch mehrere Zimmerwände strahlenden umweltschädlichen Mikrowellen. Und das geht schneller als man denkt. Seit Februar 2014 installiert Kabel Deutschland per Fernwartung dieses zweite Netz in Ihrem Router, falls Sie nicht widersprochen haben oder dies vielleicht vergessen haben. Einzige Sorge, die die Veranstalter bei diesem Projekt offenbar umtreibt, ist die Frage, ob die Sendestärke auch aus dem fünften Geschoss heraus noch ausreichen wird, um im Erdgeschoss oder auf der Straße damit zu surfen. Bitten der bestrahlten Nachbarn, die Geräte bei Nichtnutzung wenigstens zeitweise und mindestens über Nacht abzuschalten, werden ganz überwiegend und zunehmend oft betont verächtlich ignoriert oder als Eingriff in die persönliche Lebensgestaltung zurückgewiesen, Hinweise auf Gesundheitsgefahren als Hirngespinst abgetan. Alle diese Missstände sind entscheidend auf die fehlende Aufklärung des Staates zurückzuführen, der insoweit in keiner Weise seiner Schutzpflicht nachkommt und den Wohnfrieden vieler Nachbarn aufs Spiel setzt. Dies stellt in meinen Augen einen Skandal dar und es wäre zu prüfen, ob nicht eine gerichtliche Verpflichtung des Staates zum Tätigwerden, zum Beispiel durch die Rüge eines Umweltverbands, wie sie heute nach dem Umweltrechtsbehelfsgesetz möglich sind, durchgeführt werden könnte. Dann wären beispielsweise die Hersteller vom Staat durch ein Gesetz zu verpflichten, nur noch Geräte mit Abschaltautomatik herzustellen. Und das ist schon eine sehr milde Forderung. Der völlig sorglose staatliche Umgang mit einem, wie wir gehört und gesehen haben, erheblichen Risiko und die in Kauf genommene Stiftung von Unfrieden unter den Menschen kann hier jedoch nicht weiter untersucht werden und bedürfte erneut eines weiteren Vortrags. Auf eines ist aber noch hinzuweisen, die zur Verfügungstellung eines WLAN-Senders für die Öffentlichkeit ist unter Umständen eine gewerbliche Nutzung der eigenen WLAN-Anlage, denn der Nutzer hat dafür Vorteile von seinem Betreiber. Und damit jedenfalls in reinen Wohngebieten, wo keine gewerbliche Nutzung erfolgen darf, voraussichtlich unzulässig. Auch bedürfte sie der Zustimmung nach dem Wohnungseigentumsgesetz, die möglicherweise entsprechend der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom Januar diesen Jahres ebenso einstimmig erfolgen müsste wie die Zulassung eines großen Mobilfunkmasten auf dem Hausdach. Die notwendige Einstufung von Mobilfunkwellen als umweltschädlich macht schließlich alle Regierungsstellen und Behörden für einen sorgsamen Umgang mit dieser Technologie verantwortlich. So haben diese zumindest überall, vor allem bei Schulen, den Kabelvorrang zu propagieren und in ihrem eigenen Zuständigkeitsbereich umzusetzen. Auch sind die Länder bei weiterer Untätigkeit des Bundes in der Pflicht zu handeln, zum Beispiel durch Erlass eines Landesemissionsschutzgesetzes. Mit diesem sollte der Leerlauf von Funkanlagen ebenso verboten werden können, wie es bereits beim Leerlauf von Automotoren geschieht. Die herrschende Meinung gesteht den Ländern das Recht zu, eigene Verordnungen zur Konkretisierung der Grundpflichten aus dem Bundesemissionsschutzgesetz und selbst darüber hinausgehend zu erlassen, soweit der Bund nicht eine abschließende Regelung getroffen hat. Ich möchte Sie nun nicht mit weiteren juristischen Feinheiten hier noch in Ihrer Geduld zu so später Stunde überfordern. Jedenfalls ist es herrschende Meinung, dass eine solche Länderregelung möglich ist. Und das ist vielleicht noch wichtig, in einem Landesemissionsschutzgesetz, vielleicht ist auch eine Verordnung der Länder möglich, sind strengere Anforderungen zulässig, als sie § 22 des Bundesemissionsschutzgesetzes vorsehen. Insbesondere dürfen dort auch Anforderungen an die Vorsorge enthalten sein,
Das Landesemissionsschutzgesetz von Brandenburg beispielsweise will sogar ausdrücklich dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorbeugen. Ich will mich kurz fassen, aber ich denke, die Zeit ist ohnehin jetzt um. Ja, gut, dann möchte ich nur noch zum Abschluss sagen, ohne jede staatliche Kontrolle schreitet diese Entwicklung hektisch voran. Es ist höchste Zeit, dass der Mobilfunk aus der gegenwärtigen Rechtsferne wieder der Rechtsordnung unterstellt wird. Und es ist höchste Zeit, dass Amtsstellen, aber auch Forschungseinrichtungen zur Unterlassung und zur Richtigstellung offenbar verfehlter Behauptungen zur Sicherheit des Mobilfunks verpflichtet werden können. Auch dies ein weiteres Thema. Es wären noch viele Fragen zu stellen. Ich darf mich aber hier jetzt einfach fürs Zuhören bedanken. Thank you.